Janemba war wirklich ein sehr nicer Movie-Gegner. Natürlich kommt er für mich nicht an Broly ran, aber er war wirklich sehr, sehr nice. Allein, dass wir durch ihn Super Saiyajin Gogeta bekommen haben, gibt für ihn einfach einen Pluspunkt. Doch was wäre, wenn er sich zur Erde teleportiert hätte? Natürlich auch die Frage, wann er sich zur Erde teleportiert hätte. Gleich zu Anfang, nachdem er Super Janemba wurde oder im Kampf gegen Gogeta? Die Antwort ist hier natürlich relativ klar. Es wäre hier besser natürlich, wenn er sich vor Gogeta zur Erde teleportiert hätte. Weil wenn er sich zur Erde teleportiert hätte, als Gogeta ihn gerade fertig gemacht hat, dann hätte Gogeta sich auch zur Erde teleportiert, ist ja klar. Das wäre jetzt auch nicht unlogisch gewesen, weil beim Bojack-Movie hat Son Goku sich ja auch ganz kurz zur Erde teleportiert, um seinen Sohn Son Gohan zu retten. Und beim zweiten Broly-Movie hat er sich ja auch für das Familien-Kamehameha auch ganz kurz ins Reich der Lebenden teleportiert. Ein Beispiel, das mir auch noch einfällt, ist Dragon Ball Multiverse, da wo das zweite Broly-Movie ja abgeändert hat, Son Goku sich auch ganz kurz zur Erde teleportiert als Toter. Und Gogeta bräuchte halt nur eine einzige Attacke, um Janemba zu besiegen, und das ist sein Sternstaubbrecher bzw. Seelenbrecher. Gogeta wäre dann halt sogar etwas kürzer auf der Erde als Son Goku beim zweiten Broly-Movie, zumindest meiner Meinung nach. Und auch kürzer als im Bojack-Movie, weil Gogeta bräuchte halt einfach nur eine Attacke und das geht ja recht schnell. Er müsste sich nur hinteleportieren, die Attacke abfeuern und sich wieder zurückteleportieren und das wär's halt schon. Ganz, ganz wichtig, Leute, über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer sehr, sehr freuen. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch wie immer sehr nett und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne. Gut, zu welchem Zeitpunkt hätte Janemba sich jetzt nun auf die Erde teleportiert. Ich gehe jetzt einfach danach, nachdem er sich verwandelt hat. Nur die Sache ist, wie soll er auf die Erde kommen? Also ich gehe jetzt einfach danach, dass er genau wie Son Goku die Teleportation kann. Jetzt ist nur die Sache, woher soll er die Teleportationstechnik können? Also ich stelle mir das so vor. Die Movies spielen ja so gesehen alle in andere Universen. Und Son Goku hat ja am Anfang des Movies an einem Jenseitsturnier teilgenommen, genauso wie nach der Cell-Saga. Das heißt, Super Buu muss ja schon recht früh besiegt worden sein, entweder von Gotenks Super Saiyajin 3 oder von Ultimate Son Gohan. Und nachdem Super Buu getötet wurde, kam er in die Reinigungsmaschine und dadurch ist ja Janemba entstanden. Und das würde halt so gesehen heißen, Janemba könnte die Teleportation. Doch wie komme ich darauf? Nun ja, als Majin Buu gegen Son Goku als Super Saiyajin 3 gekämpft hat, hat ja Son Goku das Kamehameha gemacht und Buu konnte es einfach nachmachen. Er muss nur eine Technik einmal sehen, dann kann er sie auch und die Teleportation hat er ja gesehen und darum kann Kid Buu die meiner Meinung nach nämlich auch einsetzen. Da Kid Buu sich nämlich immer zu den Orten hin teleportiert hat, wo er Energie gespürt hat. Natürlich kann Kid Buu auch die Teleportation von Anfang an beherrscht haben, aber ich schätze mal schon, dass es mit Majin Buu zu tun hatte, dass er die bei Son Goku halt gesehen hat. Glaubt ihr, meine Theorie könnte da stimmen? Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, Leute. Dann kommen wir nun dazu, dass Janemba sich jetzt zur Erde teleportieren würde. Son Goku würde sich einfach nur denken, was? Wo ist er hin? Würde Son Goku jetzt aber die Energie von Janemba auf der Erde spüren? Nun ja, das ist halt so die Sache. Ich meine, Cell hat sich auch nie von der Hölle zur Erde zurück teleportiert. Ob Cell das als Toter wirklich probiert hat, das weiß man ja überhaupt gar nicht. Es kann ja so sein, dass man von der Hölle aus keine Energie auf der Erde spüren kann, aber andersherum geht es ja, weil Son Goten und Trunks haben ja die Energie von Gogeta gespürt. Nun aber der Kampf gegen Janemba auf der Erde. Natürlich würde er als allererstes Son Gohan gegen ihn kämpfen, aber mit seiner Ultimate-Form hätte er nicht so großartig Chancen. Ich meine, er konnte sogar Son Goku als Super Saiyajin 3 ordentlich fertig machen. Son Gohan ist mit seiner Ultimate-Form natürlich stärker als Son Goku im Super Saiyajin 3, aber Janemba ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Level. Son Goten und Trunks würden sich dann natürlich auch hier zu Gotenks fusionieren und sich zum Super Saiyajin 3 verwandeln und Son Gohan helfen. Das wäre zum Beispiel auch echt wieder ein nicer Kampf. Ultimate Son Gohan und Gotenks Super Saiyajin 3 gegen Janemba. Janemba hätte hier natürlich die Oberhand. Im Team sind die beiden natürlich recht stark, aber Janemba ist halt immer noch stärker als die beiden zusammen. Zurück aber mal zu Son Goku. Er würde sicher zu Paikohanen fliegen, die beide würden zu ihre Kaios hinfliegen und sie würden sicher die Erlaubnis kriegen, auch zur Erde zu gehen. Wenn man halt danach geht, dass man aus der Hölle keine Energie spüren kann, dann würde Son Goku Janemba spätestens spüren, nachdem er die Hölle verlassen hat. Mit Son Gokus Teleportation würden Paikohan und er dann auch auf die Erde gehen, um die anderen zu helfen gegen Janemba. Gehen wir doch aber mal eine Möglichkeit durch, bevor Son Goku auf die Erde kommt. Wie könnte es denn noch weitergehen? Da stelle ich mir eine sehr interessante Möglichkeit vor. Der alte Kaioshin ist ja da und er könnte Kibito zur Erde schicken mit einer ganz besonderen Mission. Und zwar, dass er Son Gohan und Gotenks die Potara-Ohrringe gibt, so dass Ultimate Son Gohan und Gotenks Super Saiyajin 3 mit diesen fusionieren. Aber auch nicht unbedingt der Super Saiyajin 3, weil der alte Kaioshin hat ja gesagt, dass man sich nicht mit einer Verwandlung vereinigen soll, weil man sich denn dementsprechend nicht mehr zurückverwandeln kann. Also so wurde es halt damals gesagt und das fand ich halt schon damals irgendwie Quatsch. Ich meine, man kann sich doch trotzdem einfach wieder zurückverwandeln. Diese Fusion wäre halt echt stark. Ich meine, Ultimate Son Gohan ist stärker als Son Goku im Super Saiyajin 3 und Gotenks im Normalzustand ist stärker als Son Goku und wir
geht er im Normalzustand. Eine Fusion zwischen den beiden wäre logischerweise eigentlich auch stärker als ein Vegetto. Dieser Fusionskrieger würde Janemba denn natürlich ganz locker besiegen, wie es halt auch Gogeta schon getan hat. Jetzt stellt sich halt noch eine Frage. Eine Potara-Fusion wurde aus einer Fusion und einem normalen Krieger gemacht. Wie würde sich die denn auflösen oder würde sich denn überhaupt auflösen? Das ist halt echt so eine Sache. Nun kommen wir wieder da zurück, dass Son Goku und Paikohan auch auf die Erde kommen und denn die zu viert gegen Janemba kämpfen. Man könnte es hier ähnlich wie im Movie machen, und zwar, dass Gotenks und Paikohan Janemba ablenken und Son Goku und Son Gohan die Fusion in der Zeit üben. Und auch könnte man es wie im Movie machen, dass Son Goku und Son Gohan die Fusion beim ersten Mal vergeigen. Natürlich könnte man hier auch wieder die Potara-Ohrringe einbringen, muss man aber auch nicht unbedingt, weil sie hier ja die Fusion haben und die Potara-Ohrringe nicht unbedingt nötig wären. Die Fusion zwischen den beiden wäre auch enorm stark und würde Janemba auch locker flockig besiegen können. Man könnte hier auch noch was anderes machen, und zwar, dass Son Gohan und Gotenks sich erstmal zurückziehen, so wie es halt Son Goku und Vegeta gemacht haben. Und dass denn Gotenks Son Gohan die Fusion beibringt und dass denn Gotenks und Son Gohan miteinander fusionieren. Also eine Fusion mit einem normalen Krieger. Ob das geht, keine Ahnung, aber vielleicht ist das ja sogar möglich. Eine Fusion zwischen den beiden wäre auch enorm stark. Nicht so stark wie die Potara-Fusion, weil für mich ist die Potara-Fusion immer noch stärker als die Tanzfusion, aber der Kämpfer würde halt auch locker ausreichen, um Janemba zu besiegen. Wenn Janemba wirklich zum Teil aus Buu besteht, wäre es halt schon echt lustig, dass Gotenks die Super Ghost Kamikaze-Attacke einsetzt und denn Janemba auch und kleine Janemba-Geister, wer will das nicht? Weil wenn man danach geht, dass Janemba auch zum Teil aus Buu besteht, muss er ja nur eine Attacke einmal sehen, um sie selbst einsetzen zu können. Aber mal ohne die Fusion. Son Goku Super Saiyajin 3, Gotenks Super Saiyajin 3, Ultimate Son Gohan und Paikohan gegen Janemba wäre auch schon ein wirklich nicer Kampf. Gotenks Fusion würde aber halt irgendwann auslaufen und Son Goku könnte halt irgendwann den Super Saiyajin 3 nicht mehr halten, wegen halt den Energieverbrauch, auch wenn er zu dem Zeitpunkt natürlich tot ist. Was hier auch wieder eine nice Szene wäre, dass Son Gohan, Paikohan und Gotenks Super Saiyajin 3 Son Goku die Energie für eine Genki-Dama geben und er diese ganze Energie absorbiert, so wie beim Super 13 Movie. Son Goku Genki-Dama absorbt gegen Super Janemba. Boah, das wäre schon ein Kampf, den wirklich jeder von euch sicher gerne hätte. Natürlich könnte man hier auch noch Vegeta mit einbauen, und zwar, wo Son Goku zu Paikohan zurückfliegt, dass Vegeta dann auch erscheint. Da könnte man es dann halt so machen, dass Son Gohan, Gotenks und Paikohan Janemba ablenken, damit Son Goku und Vegeta halt die Fusion üben könnten. So hätte man dann vielleicht eine etwas andere Version von Gogeta gegen Janemba. Bei diesem Was-wäre-wenn kann man wirklich sehr viele verschiedene Möglichkeiten durchgehen, wie es halt mal wieder ablaufen könnte. Eine Sache, die mir noch einfällt, dass Gogeta nicht den Sternstaubbrecher einsetzt, sondern das Urknall. Kamehameha. Und welche Technik natürlich auch noch sehr, sehr nice wäre, das Final Kamehameha. Das darf man ja nicht vergessen. Aber was für Möglichkeiten seht ihr noch so, Leute, wie es ablaufen könnte? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wie im Video gesagt, über einen Daumen nach oben und über euer Abo würde ich mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute. Und für alle, die bis hierhin geschaut haben, schreibt in die Kommentare Hashtag SuperJanemba.